Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Hof Bergmann im Landwirtschaftssimulator 2019 mit dem Tigerfarm. Hallo! So, du hast mir ja schon unser neues Gerät hingestellt. Ja. Yep. Sogar schön poliert, ey, muss ich. Puh. Na klar. Wir haben hier den Massey Ferguson mit Heckgewicht von, was haben wir denn hier? 1000? Akku. 1100 Kilo, ich hoffe mal, das reicht. Das war das Größte, was auf dem Hof war. Ja, okay. Ein Stolllader und Frontlader und die Stollpoldergabel. Und irgendwo müsste hier noch so ein fetter Stamm rumliegen. Ah ja, genau. Da liegt der fette Stamm noch rum. Die Gelbenanhänger wollte ich nicht verzichten. Genau. Warte mal, stell mal den Fliegel gleich hoch ans Waldstück. Ja. Weil hier sind wir ja gleich fertig. Dann werden wir das Holz abfahren. Ich fahre das Holz ab, dann kannst du hier schon beladen. Ja, erstmal müssen wir wieder. Ja, das ist viel einfacher hier. Das war auch nicht optimal, aber es geht deutlich besser. Wie mit dem doofen Anhänger hier. So, gut, fertig, kannst du Gurte dran machen und tschüss. Warte mal, ich schieb den noch ein bisschen in die Mitte. Der liegt ein bisschen arg auf der Seite. Ah, da Stützfuß. Achso. So ist, glaube ich, gut, oder? Ja. Gut. Sollten wir natürlich wieder auf 5. Wir sind im Moment ein bisschen am struggeln, was jetzt unser. Warte mal, den kleinen, den kann ich auch so aufladen. Was unser Feld angeht, weil wir sind ein bisschen in der Zwickmühle. Ich wäre eigentlich der Meinung, wir könnten das die Nacht schon überspringen, indem wir schlafen. Tigerfarm hat natürlich den sinnvollen Einwand gebracht. Was ist, Unkraut ist da. Das Unkraut kommt. Und, aber sind wir Wachstumsstufe 1 oder 2? 2. Und da geht es noch? Ja. Okay, das also, wird. Das geht nicht nach Wachstums, sondern nach der Unkrautgröße. Wie groß das Unkraut ist. Mit dem Striegel? Ja. Ich dachte, das kommt auf die Wachstumsphase vom Feld an, okay. Nein, das kommt aufs Unkraut an. Na, dann passt's ja. Kommt jetzt so langsam. Dann kannst du dich. Musst sowieso zum Shop wegen dem Anhänger verkaufen. Ja. Dann kannst du da direkt einen Striegel mitbringen. Welchen willst du kaufen? Ah, nicht so teuer. Ich sehe nichts von dem Baum mehr. Allerdings sollte auch nicht zu klein sein. Ich weiß gar nicht, was gibt's denn hier. Ich würde den zweiten nehmen. Striegel. Ja, genau. Was wir nicht brauchen, ist hier Dünger mit rein oder sowas. Das ist unnötig. Ja, dann nimm den 35.000. Aber nimm den zweiten, ja. Dann kauf den schon mal. Ich denke, wir werden jetzt dann sowieso mehr Geld verdienen. Jetzt haben wir den großen Fliegel Holz Timber Runner. Da geht es ein bisschen flotter mit Geld verdienen von den Bäumen. Das war 27.000, ich hoffe mal. Ja doch, 19.000 hat ja der Anderson Anhänger gekostet. Da müsste man eigentlich genügend Geld rauskriegen. Mhm.
Und das Waldstück können wir eigentlich komplett niedermachen, oder? Auf jeden Fall. Nur die Frage, machen wir daraus noch eine Wiesenfläche oder Feldfläche oder ja, ob wir wieder aufholzen. Aufholzen würde ich erstmal nicht machen. Erstmal. Ja. Würde ja 10 Tage, glaube ich, oder sowas dauern, bis die Bäume gewachsen sind. Ja. So, dann gucken wir gerade mal, ob ich das mit dem Traktor noch hinkriege, die Bäume zu verladen. Schneide ich den gerade mal auf Länge. Das Gute hieran ist halt mit dem Fliegel, Timberrunner und so, hast so lange Stämme, die dir gut Geld bringen. Den Aerostar Rotation 1200, ne? Den zweiten mit 12 Meter. Ja. Aber dann sollten wir so langsam das Startequipment mal haben. Ja, ich denke, wir haben eigentlich schon ein bisschen mehr wie Startequipment, weil ich sag mal so, Fast Equip müsste ja jetzt theoretisch nicht sein. Das ist richtig. Aber es wird uns halt gut Geld in die Kasse spülen. Wenn er die Stämme auch loslassen würde hier. Oh, ich weiß noch nicht. Sosnowska in dem LS17. Ey. Das komplette Waldgrundstück gegenüber vom Händler habe ich abgeholzt. Mir glaube ich um den eine Million knapp gebracht. Krass. Lol, der Baum passt komplett drauf. Ich zieh mal vorsichtshalber mal Pflegereifen auf. Das wäre sinnvoll. Und falls es nicht geht, dann müssen wir überlegen, was wir machen. Das geht. Ich hoffe. Da bin ich überzeugt von. Ich weiß, ich war hier oft von was überzeugt, aber diesmal bin ich wirklich überzeugt. Ist ja gut, wenn du das weißt. Freitreifen, Pflegebereifen. Die sehen alle immer so hässlich aus mit Pflegebereifen. Ja, das ist ein bisschen unförmig. Soll ich den Baum einfach drauf lassen? Darf ich mal auf dieses. Alter! Was ist das? Bruder. So, mein Gott hier. Nein, nicht absägen. Erst warten. Okay. Ich leg den nämlich immer dann erst drauf. Und Zack schnappt die mir hinten wieder. Ah. Mal gucken, ob das vorne passt. Ja. Nehm die hinten gleich wieder, weil da liegen sie noch auf dem Anhänger. Dann kannst du einfach aufgreifen. Okay. Du musst sie nicht vom Boden aufnehmen, die Stämme. So, und jetzt bist du schon weg, gell? Mhm.
Jetzt kann man hier nämlich direkt auf Länge schneiden. Jetzt bin ich nämlich am Striegeln. Ups. Und das funktioniert. Nicht so gedacht darf. Geht? Ja. Und dann ist er supi. Hätte mich gewundert, wenn es nicht geht. Funktioniert super. Perfekt, dann hast du ja das erreicht, was du wolltest. Ich gehe aber... Ne, komm, wir lassen die Zeit einfach laufen, oder? Ja, lass die Zeit laufen. Das ist eh noch nicht komplett auf dem Feld. Deswegen lass die Zeit noch laufen. Was ist denn hier los? Krieg die richtige Position hier nicht hin. Nur das mit dem... Das müsste man noch gut sehen können, wo das denn schon war. Das Unkraut oder nicht. Oder was? Gibt's zwei Unkrautstufen? Ja. Okay, war mir gar nicht so bewusst. Aber stimmt, ich hatte es gestern nach dem Livestream auch noch auf der Karte. Ja. Dass ich da auf. Ist der jetzt zu schwer oder was? Ach Mensch. Dass ich auf der einen Stelle das Unkraut gar nicht gesehen habe und auf der anderen. Da ja. War. Da war es kräftig am Blühen, sagen wir mal so. Ja. Also, wenn es niedrig ist, dann kann man es noch spiegeln. Ah, danach geht es, okay. Weil ich dachte, es geht nach der Wachstumsstufe vom Feld. Nein. Wenn du mal auf die Karte gucken magst und dann auf. Bodenbeschaffenheit gehst, dann siehst du, das rosane ist Unkraut und wenn ich da drüber fahre, dann ist es weg. Ja, das ist mir bewusst, aber das hat ja nichts unbedingt mit. Wenn du auf dem Feld stehst, zeigt es dir 50% Unkraut an, oder? Genau. Ja. Dann. Bei 100% zeigt es natürlich auch rosa an. Ist nur die Frage, ob das. Jetzt vielleicht vor der Ernte doch noch mal kommt. Ich hoffe mal nicht. Nein, sollte eigentlich nicht. Wie lange dauert es denn, bis Unkraut wächst? Frag mich nicht. Solche Infos habe ich gar nicht. Wenn ihr die wisst, schreibt die gerne mal unten in die Kommentare. Und wenn euch das Projekt gefällt, natürlich auch ein Like da lassen. Wie immer. Und ein Abo und ein Kommentar. So schaut's aus. So, ich habe gleich den vierten Baum schon verladen. Oh, der ist rausgeglitscht. Kann das jetzt mal an das Bild. Das unterste Stück des Feldes kommen, das Unkraut. Warum musst du hinterherfahren? Wartest drauf, dass Unkraut kommt, oder was? Ja, weil ich einmal vorgewendet fahren wollte. Aber ach wenn so. Es nicht kommt. Ah, jetzt. No, nicht ganz, Alter. Jetzt ist das so 5 mm davor. Nicht da. Also die Felder hier teilweise auf der Bergmann sind echt groß. Oder eher gesagt riesig. Die Felder? Ja. Finde ich jetzt nicht so. Wenn du die 12 anguckst, die 9, die 14, die 13. Ja, es gibt ein paar, die sind groß, da gebe ich dir recht. Aber jetzt so generell finde ich sie nicht größer wie auf anderen Karten. Also im Durchschnitt. Mhm. Kann schon sein. Und schaut gerne auch morgen beim RP-Projekt rein um 14 Uhr. Oh jo. Täglich 14 Uhr auf meinem Kanal. Und 16 Uhr Minecraft Let's Play. Die Burg. Und um 19 Uhr. Wie jetzt auch. Den Baum nicht.
Achso. Okay. Gut, ich werde jetzt noch ein, zwei Bäume verladen. Ich glaube, viel mehr kriege ich da nicht hin. Oh, der hätte mich fast erschlagen. So. Weiß nicht, sollen wir... Nee, ich werde den noch nicht verkaufen, den Anhänger, also den, die Ladung. Nee, verkauf den nicht. Erst wenn er voll ist, dass wir mal sehen, was so ein voller Anhänger bringt. Achso, die Ladung, Holz. Ja. Yeah. Aber damit warten wir dann noch bis zur nächsten Folge. Auf jeden Fall. Wenn ich den hier voll beladen habe. Weil so 3-4 Bäume gehen wahrscheinlich schon noch drauf. Ich muss mal... Ich bei den MF eigentlich auch nicht. Ja? Hier wird noch was gucken. So, jetzt ist er wieder rausgeglitscht. Ey. Manchmal ist es nervig. Manchmal ist es echt sehr nervig. Ja, die Zange von der Poltergabel, die ist auch nicht ganz perfekt. Es gibt natürlich die Biobels Poltergabel, die mit den zwei Zangen von oben. Die finde ich noch ein bisschen besser. Jetzt ist es auch echt schwierig hier mit dem Unkraut hier. Das zu spiegeln. Siehst du nichts oder was? Na, doch einigermaßen geht's. Ich krieg den nicht da. Das passt nicht. Schwerpunkt passt nicht von dem Baum. Ich kann hier nur halbe Bahn mitnehmen, weil sonst das Unkraut 5 Kilometer stehen lässt. Das wollen wir nicht. Probleme der Landwirtschaft. Ja. Erzählt von Tigerfarm. Die neue Gute-Nacht-Geschichte. Ah ja. Von Jacques Bougou. Von wem? Jacques Bougou. Kenn ich nicht. So Freunde, schön, dass ihr mit dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, gerne irgendwie... Like, Abo oder Kommentar. Und bis morgen. Ciao. Ciao.